Heute ermitteln wir im Retro-Club, ob die großen Hits von gestern schlecht gealtert sind oder das nur bei mir der Fall ist. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Zuschauer. Der Retro-Club ist wieder das Format, wo ihr auf jeden Fall abonnieren, liken, Glocke läuten und alles andere bei Social Media machen wollt. Denn ich darf mal wieder euer Gregor sein und euch eine Stunde so plus minus an Retro-Gaming-Unterhaltung präsentieren. Bevor wir starten, in eigener Sache, es ist endlich da. Endlich kann ich es physisch einmal in die Kamera halten, muss keine Grafik einblenden. Das ABC der Videospiele Level 2, die Fortsetzung, der zweite Teil des großen Retro-Club-Buchs mit viel Gaming-History hier. Können schon mal einen kurzen Vorabblick hier schon mal haben. Wenn ihr es selber haben wollt, ab sofort überall im Buchhandel zu kriegen. Und großer Dank auch an alle Leute, die auf der Gamescom fleißig am Merchstand vorbeigeschaut haben und sich persönlich ihre Ausgabe abgeholt haben. Auch sehr schöne Ergänzung natürlich zum ersten Buch, denn wenn ich ein Sammler wäre, würde ich die Collection gerne komplett haben wollen. Thema des Tages. Schlecht gealtert. Na gut. Es liegt alles im Auge des Betrachters, muss man sagen. Es würde ich bei mir nicht anmaßen zu bewerten, ob es gut oder schlecht gealtert ist. Aber bei Videospielen machen wir das ganz gerne, insbesondere bei Retro-Games. Und ihr habt das bestimmt schon häufiger gehört. Oh, dieses Spiel, das war, als ich ein Kind war, ein absoluter Favorit von mir. Aber das ist schlecht gealtert. Ja, das, wenn ich es mir heutzutage angucke, spielerisch, grafisch vor allem, also mit heutigen Verhältnissen ist das nicht mehr der große Hit wie damals. Und das wollen wir heute einmal ermitteln. Ich habe nämlich etliche Spiele rausgesucht, die seinerzeit sehr, sehr hohe Wertungen in den Zeitschriften bekommen haben. Aber halten diese Wertungen noch stand heutzutage oder sind die wirklich schlecht gealtert? Vielleicht finden wir ja den einen oder anderen Klassiker, den man echt noch spielen kann, trotz oder vielleicht auch wegen der Optik. Schauen wir uns das erste Bild einmal an und wir wollen einmal einsteigen mit Time Commando. Ein Spiel aus dem Jahr 1996, gehört zu den Action-Adventures mit Renderoptik ausgestattet. Ich glaube, hier können wir den Punkt der Grafik mal gut austesten. Wurde damals mit einer Wertung von 88%, von 100, ja, nicht von 1000 oder so, von 100, steht auch Prozent und nicht Promille dann dahinter, in der PC Games 996 betrachtet. Großer Dank natürlich an das wunderbare Portal cultboy.com, die seit Jahren viele schöne alte Zeitschriften-Scans sammeln, wo ich nochmal gegenchecken kann, weil ich habe viele von meinen physischen Zeitschriften nicht mehr leider. Ja, sonst bräuchte ich eine zweite Wohnung, wo ich das alles lagern kann. Und da bin ich nochmal durchgegangen und habe geschaut, solche Spiele, was für Wertungen die bekommen haben. Und wir werden gleich nicht die PC-Fassung uns angucken, sondern die PlayStation-Version. Deshalb muss man vielleicht mit ein bisschen Abstrichen rechnen. Der Test, der vorhanden war, war zu der PC-Version. Lass uns gerne auch auf Singame schon mal drauf gehen. Aber im Großen und Ganzen sollten wir doch ein ähnliches Spielerlebnis haben, weil was die PlayStation 1 nicht in Sachen Auflösung hatte gegenüber dem PC, hatte es potenziell in Sachen Steuerung bei einem Action-Game. Ich hatte aber auch in den Test reingeschaut und der Reviewer damals hatte auch eine sehr präzise Steuerung dem Game bescheinigt. Hier läuft das Intro. Machen wir gerne mal den Ton ein bisschen lauter. Security Zone 7. Und genießen das. The Historical Tactical Center. An elite combat training facility, home to the military's most powerful supercomputer. The Otega Corporation has engineered a radical breakthrough in tachyon physics that enables scientists literally to manipulate time. For the military, this means the power to simulate any form of combat, past, present, or future. It also means the constant threat of electronic theft and sabotage. It's a sabotage. That's why the military created SAVE. Special action for virus elimination. 0630. SAVE agent Stanley Opar starts his shift. It looks like an easy day. Not even a routine drill. Until disaster strikes. 0700. An agent for a rival corporation has infiltrated the top ranks of Otega programmers. His mission? Sabotage. Sabotage! He infects the system with a specially designed predator virus, with no regard for its lethal consequences. Lodging itself in the computer's memory,
the virus creates a time distortion vortex that will swallow everything in its path. Class 1 alarm, reserved for the highest level emergencies. He doesn't know it yet, but this is no ordinary virus. Stanley Opar is about to face the ultimate showdown. Ultimative showdown. And save the computer from the rapidly mutating virus. No amount of training could have prepared him for the dangers ahead. And only you can help him as he begins his battle through time. Also sehr ausführlich in der Story. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann das nicht mal in der Kürze zusammenfassen, aber ihr habt es ja mitbekommen mit der Zeitagentur und ich bin ein Agent und da ist ein Saboteur, der ein Virus hochlädt. Auf jeden Fall, wir müssen durch die Zeit reisen mit Stanley. Ja, Stanley hieß er doch, ne? Unser Kollege und Neandertaler kaputt hauen? Zumindest das werden wir hier gleich sehen. Okay, allzu viel können wir hier nicht in den Optionen umstellen. Ich gehe mal kurz rein. Irgendwie, ja, gealtert. Es ist ja Renderoptik, ne? Und das war damals wirklich der große heiße Scheiß. Deshalb auch dieses ausführliche Intro mit dieser aufwendigen Story. Ich werde mal auf Easy gehen, einfach um dann parallel erklären zu können. Wobei ich glaube, auch auf Normal war es jetzt nicht so ultra schwer, wenn man jetzt selber spielt. Aber es würde wahrscheinlich hier noch mal ein bisschen helfen. Und das war so das Verkaufsmerkmal, ne? Also, dass du große, aufwendige Renderoptik da hast mit einer Narrative, mit einer erzählten Story, um diese ganzen Zeitreisespielereien damit zu verbauen. Was bedeutet natürlich auch, dass jeder Level alles so ein bisschen anders aussehen kann. Ich meine, hier, da war man jetzt in der Urzeit oder sowas angekommen. Es müssten die gleichen Leute sein, die Little Big Adventure damals gemacht haben, wem das Spiel noch ein Begriff ist. Das hier benutzt polygonale Charaktere mit vorgerenderten Hintergründen. Aber bewegten vorgerenderten Hintergründen. Ich kann hier mit Stanley, und da läuft er wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, hier herum und ich kann Sachen einsammeln. Und ihr seht, während ich mich bewege, das Kamerascrolling ist durch Rendervideos gemacht. So, wie war das hier genau? Ich muss Viereck gedrückt halten, während ich meine Panzersteuerung mich positioniert habe, zumindest mit der Panzersteuerung. Und ich glaube, es sind doch keine Neandertaler, sondern das sind Leute mit Wolfskostümen. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich habe verschiedene Manöver, die ich mit dem Steuerkreuz machen kann, wenn ich meine Angriffstaste habe. Muss hier durch die Level laufen, die dann in dieser wunderbaren Optik richtig scrollen. Die Idee grundsätzlich, weil sowas hat man ja sonst nur in Cutscenes gesehen. Ich meine andere Spiele auf der PlayStation 1, die das gemacht haben. Oh, ich muss hier einmal springen. Hui! Hier hoch. Das kann ich nämlich auch. Ein Tiger ist da unten. Lass mich dich mal treten hier. Du Säbelst. Nee, ist doch wahrscheinlich hier. Neandertaler ist ein Säbelzahntiger hier unten. So, abwehren, wie kann ich... Ach, treten ist das hier? Komm mal her. Ja, die haben sich eigentlich überlegt, wie man das hier machen kann. Final Fantasy 8 ist so ein anderes Beispiel. Und der 9er müsste es auch gehabt haben, wo dann ein Video im Hintergrund abgelaufen ist, aber Polygonfiguren noch davor steuerbar gewesen sind. Ne? Also, dass man nicht nur eine Videosequenz hat, sondern eine Videosequenz, die auch manipulierbar ist dabei. Und hier im ersten Level zumindest, das ist ein Spiel, was damals an mir vorbeigegangen ist. Ich war mir bewusst, dass es existiert. Ich habe es auch häufiger mal in den Verkaufsregalen gesehen. Aber irgendwie war das nichts, was mich dann so groß interessierte. Ich habe auch nicht den Test in der PC Games eben gelesen, ne? Weil die es so groß gelobt haben. Ich kann hier... Jetzt hör mal auf, mich anzuwerfen. So, ich guck mal, ob ich dich hier... Und der gibt mir eine Kopfnuss. Ich will mal hier kurz hauen, den Typen. Ich kann mir vorstellen, wenn man es unter dem Aspekt von 1996 betrachtet, ja, weil hier das Spiel jetzt selber ist nicht mega komplex und ich, ja, das, was als vernünftige Steuerung bezeichnet wurde, ist vielleicht doch ein bisschen schwieriger umzusetzen, weil diese Panzersteuerung
ergibt Sinn durch die Renderoptik und die fortbewegenden Hintergründe. Aber eine direktere Steuerung wäre ganz sinnig gewesen. Okay, jetzt kommt eine Neandertaler Dame, die auch noch ziemlich mit Steinen bewirft und wegläuft. Ja gut, ist auch okay. Können wir auch machen. Während ich die Lego-Steine einsammle und hier von der großen Falle fast angedödelt wurde. Ansonsten habe ich auch die Möglichkeit, Moment, welche Taste war das? Mit L1, genau. Jetzt kann ich zum Beispiel auf einen Stein wechseln und ich könnte diesen Stein auf den Affen werfen. Na? Da. Aber es ging am Affen vorbei, leider. Na gut, dann gehe ich zu ihm hin und hau ihn stattdessen. Und er haut mich zurück. Aber ja. Von wegen schlecht gealtert hier. Wir machen diesen Level hier nochmal kurz fertig, weil ich glaube, so weit war der jetzt nicht mehr. Ist etwas, was man wahrscheinlich, wenn man es als Kind gespielt hat... Oh, hat er mich umgenietet? War es der Game Over jetzt schon? Obwohl ich auf Easy gemacht habe. So kann man den Level auch beenden. Naja, passiert. Dann reicht's auch hier damit. Mit Time Commando. Haut mich wieder direkt zum Anfang raus. Und dass ich den Level fertig habe. Also, ich hatte auf jeden Fall den ersten Level und noch in den zweiten noch mal wieder ein bisschen dann reingespielt jetzt. Und mein Eindruck ist es bei dem jetzt hier, ich habe schlimmer erwartet, ganz ehrlich, weil 25 Jahre, knapp dazwischen 26 Jahre, ne, wo wir es gerade aufnehmen mit dem Ursprungsrelease und Grafik, die damals beeindruckt hat. Es bleibt nicht mehr so viel übrig von dem Glanz, der 88% ergibt. In der Spielspaßwertung dann damals. Aber ich würde es jetzt nicht als so schlecht gealtert betrachten. Es hat noch diesen Nostalgiebonus, den ich oben drauf packen würde. Ich gebe jetzt keine Wertung persönlich ab, weil das eh so ein Kuddelmuddel ist mit Prozentwertung. Das mache ich relativ ungern. Aber ich würde hier sagen, es ist so mittelschlecht gealtert. Zumindest meines Erachtens nach. Wir gucken uns das nächste Bild einmal an. Das nächste Game, was wir uns anschauen wollen, heißt Broken Helix. Die Wahrheit über Area 51 und insbesondere auch komplett deutsche Version sollten wir nicht unterschlagen, weil das wird gleich nochmal das Highlight, glaube ich, vielleicht sogar sein von dieser Folge. Herausgekommen 1998 ist ein Third-Person-Shooter, aber mit weiteren Gameplay-Elementen. Konami hat gepublished, wobei ein westliches Team das entwickelt hat damals. Und in der Mega-Fun-Ausgabe 1 1998 hat es eine Wertung von 83% bekommen. Und ich checke hier mal kurz... weil ich habe hier von Cultboy die Tests auch noch mal aufgemacht. Und ja, Fun 83%, Grafik 74, Sound 84. Also die Grafik zwar relativ hoch, aber der Sound und der Fun haben es so ein bisschen ausgemacht. Dieses Spiel, ich hatte auch schon mal den Titel gehört, aber ich habe es auch jetzt erst in der Recherche zur Folge dann erstmals richtig spielen können. Und da ist was an uns vorbeigegangen. Ja, gehen wir aus Ingame da drauf, weil da müssen wir auch das Intro gleich genießen. Das ist nämlich wirklich alles komplett in Deutsch. Und meine Herren, auch dieses Game hat Story zu erzählen. Gehen wir gerne lauter machen. Mein Name ist Jake. Willkommen in meiner Welt. 3, 2, 1. Ich befinde mich am Rand des Groomsees. Gerüchte besagen, es handele sich um eine streng geheime Luftwaffenbasis, deren Existenz allerdings von der Regierung totgeschwiegen wird. Aus irgendeinem Grund herrscht momentan reger Funkverkehr und Fluglärm, was zu Spekulationen führt. Als ich noch klein war, liebte ich es, Dinge in die Luft zu sprengen. Plastiksoldaten waren meine Lieblingsopfer. Wir schreiben nun das Jahr 2026 und ich habe mich ein wenig geändert. Ich bin Mitglied einer Spezialtruppe der Marines im Bereich des Sprengkommandos, sehr zum Missfallen meiner Frau. Heute aber entschärfe ich Bomben, bevor sie mich in Stücke reißen. Was für eine Hektik. Heute Morgen kriegte ich einen Anruf bezüglich meiner nächsten Mission. Ich hasse es, vor dem Mittagessen geweckt zu werden. Es ist ein Job wie immer. Diesmal sollen die Sprengkörper nicht in einem stinknormalen Haus hochgehen. Man hat sie dort gelegt, wo die Regierung so ziemlich alles verbirgt, was Otto-Normalverbraucher beunruhigen würde. Ein wenig kenne ich mich aus, da mein Papi dort bis zu seinem Tod vor 15 Jahren arbeitete. Er starb bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg zur Arbeit mit 10 weiteren Wissenschaftlern. Ich war gerade mal 9, als es passierte. Seltsam. Vor
Gestern erhielt ich einen Anruf von einem Kerl, dem er seinen Namen nicht sagen wollte. Er sagte, er wäre ein Freund meines Vaters gewesen und schon bald würde ich mehr über seinen Tod erfahren. Gestern wurde mir eine streng geheime Mission anvertraut. In Area 51. Danke, Manfred Lehmann. Also der deutsche Sprecher von Bruce Willis. Das muss natürlich einiges gekostet haben, dass sie den hier dazu geholt haben. Mein Papi, der vor 15 Jahren gestorben ist, Area 51. Ich mag es nicht, vor 12 Uhr mittags geweckt zu werden. Okay, let's start it. Und Leute, ihr habt noch gar nichts gesehen. In meinem Job liebe oder hasse. Ich hoffe, Sie haben Ihren Schönheitsschlaf gehabt, denn Sie werden ihn brauchen. Was ist los, Sir? Ein Wissenschaftler hat Sprengstoff in den ersten beiden Etagen der Basis gelegt. Er droht, alles in die Luft zu jagen, wenn wir nicht auf seine Forderungen eingehen. Entschärfen Sie die Bomben. Ja, Sir. Wenn Sie Akten suchen, reden Sie mit jedem. Oder gehen Sie aufs Klo. Bevor Sie die Bomben entschärfen, nehme ich eine und schubse Sie. Ich verstehe, Sir. Entgehen Sie den fliegenden Sicherheitskameras der Basis. Entdeckt man sie, wird der Wissenschaftler die Basis in die Luft sprengen. Haben Sie das verstanden? Ja, Sir. Wollen die was drin behalten oder rausschmuggeln? Wie steht's mit der Kavallerie? Commander Black Dawn wird's da sein. Er und seine Männer werden die Reste beseitigen, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Sie werden Kontakt mit mir aufnehmen und Bescheid geben, wenn sie die Bomben unschädlich gemacht haben. Verstanden? Ja, Sir. Was ist Ihre persönliche Schwäche? Sagen Sie es wie ein Marine. Ja, Sir. Raus jetzt! It's Showtime. Hatte gerade eine Laserkanone durchgeladen. Egal, okay. Wissenschaftler haben Bomben gelegt. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Ich bin mit meinem Trupp da unterwegs. Und Bruce Willis spricht zu mir. Während die Kollegen jetzt hier anfangen, andere Wissenschaftler in Kleinteile zu schießen. Die versuchen da gerade rauszulaufen. Also ich könnte auch schießen, wenn ich wollte. Aber ich mach's noch nicht. Ich darf mich nicht von den Kameras erwischen lassen. Ich kann in diesem Game third-person-mäßig rumlaufen. Eine Privatjet und TV-Interview mit den größten Medienzaren, die Sie auftreiben können. Das wird Stunden dauern, bis ich Ihre Forderungen erfüllen kann. Okay, Sie haben 20 Minuten. Ich brauche mehr Zeit. 20 Minuten! Amerika hat ihr Recht zu wissen, was hier vor sich geht. Keine weitere Geheimnistuerei. Okay, das waren wohl die Forderungen von dem Geiselnehmer oder dem Bombenleger. 20 Minuten! Amerika muss wissen, was hier vor sich geht. Wir können da jetzt reingehen und ich kann aber auch, bevor ich reingehe, das ist meine Kollegentruppe, die hier alle draußen rumsteht und die andere Wissenschaftler zu Moose verarbeitet hat. Und ich kann mit denen tatsächlich reden und meine Herren, Leute. Hast du Fitz gehört? Er gibt uns nicht viel Zeit. Du hast recht, wir müssen uns beeilen, um eine der ersten beim Interview zu sein. Wo bist du jetzt? In der vierten Etage. Fitz schickt uns jemanden, um uns zu treffen. Ich fliege. Ich höre, wenn die sich untereinander unterhalten, weil dieses Spiel läuft jetzt in Echtzeit ab, wo sich Leute parallel durch die Station bewegen. Ich kann aber auch mit den Kollegen hier reden. Was hat ein so gut aussehendes Girl an einem solchen Ort verloren? Wo ist dein Problem? Dass du noch nicht tot bist. Das gut aussehende Girl hat mir das gesagt. Okay, was ist mit dem Kollegen hier? Ist diese Riesenwumme auf dem Rücken wirklich nötig? Klar, Mann. Ich stehe auf große Dinge. Ich stehe auf große Dinge. Was mit dir? Was ist deine Mission hier? Das wissen Sie noch nicht, Sir. Was? Warum hat Black Dawn dich nicht eingeweiht? Wir müssen hier warten, bis Sie die Sprengkörper entschärft haben, bevor unser Commander weitere Befehle gibt. Mhm. Woher kenne ich diese Stimme? Ist das Monkey Island irgendwas? Ich kenne die Stimme. Was ist deine Mission hier? Das wissen Sie noch nicht, Sir. Das? Der gleiche Typ. Warum hat Black Dawn dich nicht eingeweiht? Wir müssen hier warten, bis Sie... Mein Gott, Margot! Ich gehe mal hier rein und ich spiele mal hier ein bisschen. In den Game können wir herumlaufen und ballern in Third Person. Ab und zu mal laufen hier Aliens entlang, auf die ich, glaube ich, Super Mario-mäßig draufspringen muss. Ich gehe mal auf die Frauentoilette, warum nicht? Hier ist das alles noch Tutorial-mäßig, genau. Gegner, manche Objekte durch draufspringen eliminieren. Mal gesehen, ob ich das schaffe. Da! Ich muss tatsächlich Super Mario-Style auf diese Gegner draufspringen, weil alleine das Ballern, dass ich auch noch mit den L- und R-Tasten hoch und runter positionieren kann, und ich kann auch strafen natürlich, so wie sich's gehört, das nicht von alleine funktioniert. Ich muss also erstmal gucken, dass ich die Gegner Super Mario-mäßig anjumpe.
Ja, die Besonderheit, wir haben diesen einen Funkspruch noch gehört, ist tatsächlich, dass diese 20 Minuten, die wir hier erstmal haben, in Echtzeit ablaufen. Und während das passiert, sich andere Marines oder meine anderen Kollegen, die da sind, selbst durch das durch den Komplex bewegen. Und ja, das Zeug in Echtzeit passiert. Also das wartet nicht, bis ich irgendwelche Triggerpunkte dann bekommen habe. Die labern auch zwischendurch mit mir. Oh, ist ja noch einer. Ist der auf mich gesprungen? Nein, nein, das, was mache ich bei dir? So, zack. Eine recht komische Mechanik, das draufspringt, vor allem hier im 3D-Raum. Ich habe ein bisschen echt gebraucht, um halbwegs die Steuerung... Oh, ist ein bisschen scharf auf der Toilette, lassen wir mal da. Mit der Steuerung so ein bisschen warm zu werden, weil Strafen alles schön und gut, aber das hier herumlaufen, plus ich kann mich auch durch eine Rolle dann hinlegen, um durch bestimmte ja, Verschläge durchzukommen. Oh, ballert mich da was an? Muss ich also extra aufpassen. Ich darf mich auch nicht von den Kameras erwischen lassen, wie hier, weil ansonsten sagt der Wissenschaftler, hier ist alles Arsch. Ich schieß mal die Kamera kaputt. Kann ich das? Kann ich draufspringen? Oh, und da hören wir schon, der andere Wissenschaftler mag es nicht. Also man muss echt sehr, sehr viele Sachen beachten. Ich versuche mal ein bisschen jetzt hier weiterzukommen. Grundsätzlich, also hier, das sind solche Sachen, das hätte ich wahrscheinlich auch ganz gerne damals gespielt. Ich krieg so ganz leichte Metal Gear und Siphonfilter-Vibes. Wobei, dieses Spiel scheint mir nicht so direkt daran zu kommen. Warte mal, hier waren wir schon, das ist der eine Raum. Wo konnte ich die blaue Keycard haben? Ich glaube, ich musste hier entlang. Weil da hinten war ein Aufzug und er braucht eine blaue Keycard oder zumindest näher dich den Konsolen und benutze sie mit Kreis. Ach nee, rot ist hier, okay. Sicherheitskamera aktiviert. Ah, okay, ich kann in den Kameras hier reinschauen. Also irgendwo ist hier eine blaue Keycard versteckt, die ich benutzen muss, um dann Türen zu öffnen, so wie man es tatsächlich von Metal Gear und anderen Sachen kennt. Oh, da ein Wissenschaftler. Ja, tut mir leid, du wirst betäubt von mir und nicht zerkleinert, aber da habe ich die Keycard hier gefunden. Da ich ja ganz gerne sowas wie Metal Gear oder Siphonfilter gespielt habe. Ne? Auf die eine oder andere Art erinnert mich das Spiel daran und mit dem weiter erkunden und fertig machen. Warte mal, ich müsste hier, glaube ich, das Inventar aufmachen. Ich habe hier ein Foto. Wahrscheinlich ist das der Wissenschaftler, der die Geiseln, nee, die Bomben hat er gelegt, ne? Wobei Geiseln hat er bestimmt auch genommen. Wir benutzen hier die Keycard einmal, damit wir hier weiterkommen. Sieht ein bisschen aus, sieht er nicht aus wie der Arzt von Scrubs, der Chef oder so? Hätte ich jetzt hier so gesagt. Schilder können wertvolle Informationen liefern, müssen wir auch drauf... Oh, schießt du mich auch an? So, kann ich auf den eigentlich auch drauf springen? Oh shit, ich kann! Okay, ich hatte das gar nicht ausprobiert. Ich habe eine Kanone zum Betäuben, aber ich bin Super Mario-Star auf einen Wissenschaftler gesprungen, der ist in Einzelteile zerflogen. Aber wir benutzen einmal den Aufzug hier und... Ihr werdet sehen, was hier gleich passiert, weil ich benutze den Aufzug, um mal runterzufahren. Allerdings habe ich dabei nicht bedacht, dass mich, glaube ich, der Wissenschaftler schon auf der Kamera gesehen hat und ich hätte noch ein bisschen was anderes machen müssen. Weil das letzte Mal, wo ich das gemacht habe... Oh, nee, hat hier doch geklappt. Wo ich das letzte Mal gemacht habe, ist nämlich die Basis explodiert. Und hier bin ich jetzt... Oh, ich habe ein Loch im Bauch. In der Brust. Und alles sprengt sich. Und ist Game Over. Also es war vorhin schon so passiert, wo ich runtergefahren bin zumindest. Und es reicht auch mit dem Game. Sehr interessant. Eine sehr interessante Entdeckung, muss ich sagen, mit Broken Helix. Ich lese mal kurz ein bisschen aus dem Fazit der Megafun vor. Damals getestet von Frank, steht hier leider kein Nachname, aber der Tester Frank meinte damals, Broken Helix besticht weder durch eine besonders gute Grafik noch durch eine ausgefeilte Steuerung. Trotzdem 74% Grafik. Wenn das nicht besonders gut ist, weiß ich ja nicht. Sondern durch das sogenannte 4D-Element, was heißt, dass alle Charaktere im Game eigenständig handeln und sich durch die Basis bewegen. Kurz, das Spiel läuft in Echtzeit ab. Neu ist auch, dass jede Information, die ihr bekommt, gesprochen wird. Daher, ihr müsst höllisch aufpassen, dass ihr keinen Hinweis verpasst. Und selbst wenn ihr Broken Helix einmal durchgezockt habt, könnt ihr im nächsten Game wieder alles anders machen. Und so weiter und so fort. Man merkt Broken Helix an, dass die Programmierer von Resident Evil und Tomb Raider beeinflusst worden sind, auf die Qualität der genannten Games leider nicht erreicht wird. Trotzdem ist Broken Helix ein tolles Spiel, das euch lange Zeit an den Bildschirm fesseln wird. 83%. Ist ein bisschen mehr gealtert, meines Erachtens, vielleicht als Time Commando, würde ich jetzt so subjektiv rein sagen. Wobei auch, ich bin ja weniger empfänglich, solche Retro-Games kann ich ja auch in heutigen Zeiten eigentlich ganz gerne zocken und mich da reinversetzen. Und ich würde euch die Beurteilung sowieso meist dann direkt überlassen, weil ihr könnt euch in den Comments dann mal auslassen, sind diese Spiele
gut oder schlecht gealtert und was denkt ihr über Broken Helix? Bevor wir zum nächsten Game gehen, würde ich sagen, lass uns mal einen kleinen Break hier machen. Wir sind gleich wieder für euch da. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanz Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Wir sind wieder zurück aus der kleinen Pause. Es geht weiter mit dem Thema Klassiker von damals, schlecht gealtert oder nicht. Was haben wir bisher? Time Commando und Broken Helix. Es geht weiter auf der PlayStation. Wir lassen das nächste Bild mal einblenden und sind angekommen bei Steel Harbinger. Harbinger? Nee, Harbinger, glaube ich, sagst du dazu. Im Jahr 2000 rausgekommen, ein Top-Down-Shooter, vielleicht, ja, nicht ganz Top-Down, vielleicht so leicht isometrisch, aber es spielt sich so ein bisschen wie Top-Down-Shooter-Marke Robotron und wie sie dann alle heißen. Hier etwas, wo ich leider keinen Test bei den deutschen Zeitschriften gefunden habe oder zumindest keiner, der gescannt gewesen ist, aber die Kollegen von GameSpot US haben im Jahr 2000 eine Wertung von 72% gegeben. Das ist natürlich etwas, wo man sagt, okay, das sind nicht die 88% oder die 83%, die wir bei den Games vorhin hatten, aber auch ein Game, wo ich von dem Cover ausgegangen bin, mir die Screenshots angeschaut habe und es sah für mich nicht wie ein 72%-Spiel aus, eher wie ein 32%-Spiel, aber vielleicht habe ich auch irgendetwas übersehen. Hier würde ich auch sagen, lass uns in einem Moment gleich nochmal aufs Ingame draufgehen, denn das Intro wird mehr als genug sagen, was dieses Spiel ausmacht. Holy shit, Leute, das sind mal ein paar Klassiker hier. Okay, wir gehen rein. Mindscape hat produziert, interessanterweise im Jahr 2000 getestet. Aber Copyright 96 steht drauf. Irgendwo an der mexikanischen Grenze und schön den Sound laut machen. 2041, the Great Trade Wars began. For 28 years, the North American continent was racked by a series of brutal wars. But as terrible as it was only the beginning. For light years away in the cold abyss of space, another enemy was gathering its forces. First stage of the attack was in the form of thousands upon thousands of pods. They were the Harbinger, beginning of the end. Harbinger. Unlike anything we'd seen before, this alien infection could convert anything it came into contact with. Pods converted everything into mindless machine. These converts had no purpose but to destroy or convert still others. And there was nothing we could do. What little defense we had was crushed almost overnight. The few remaining scientists, like myself, were brought together to attempt to learn what the pods' weaknesses might be. Wissenschaftler. It's in the tube. It's unopened. Yes, it appears to be a malfunction. Of all the pods that had rained down on our world, it was the only one that hadn't opened. I've never seen anything like it before. It's seemingly organic. If we could just find a weakness. Let's begin with an in vivo crystallization. I'll alert Dr. Cortez. Fine, thank you. Miranda. She was my only daughter and all I had left in a dying world. I thought she would be safe with me. Wir wissen doch, was passiert, Dad, oder? Why did they have to use mice for the experiments? And yet, I had sealed both our fates by bringing her to that dangerous place. I love you. Ich gehe da mal in die Nähe. Kann nichts Schlimmes passieren. Ich fasse es mal an. Miranda!
Ich nehme diese Axt, die da rein zufällig liegt. Brenda! No! I was powerless. The plague had infected Miranda too. Nicht Miranda. Also Alien-Spuren, die Leute übernehmen und dann sie zu Tötungsmaschinen machen, zu Hybriden. Und der Wissenschaftler hat seine einzige Tochter mit in die Basis genommen, die jetzt auch von einem dieser Pods dann übernommen wurde. Oder zumindest berührt wurde am Bein, ganz zart. Wenn wir hier kurz schauen, ich glaube, ich möchte einmal die Steuerung wechseln. Jump und Fire. Warum ist Jump Viereck und Fire X? Andersrum müsste es sein. Press Select Swap und Accept. Wenn wir hier so ein bisschen helfen. Also Miranda wurde jetzt auch umgewandelt von diesem ganzen Zeug. Aber vielleicht nicht so wie die anderen Menschen, denn sie steht potenziell auf der Seite des Guten. Wir starten mal und dann geht es weiter mit dem Video und dann spielen wir ein bisschen. Das ging recht schnell. Gerne noch wieder lauter machen, werde Regie. Miranda was only partially converted. Part of her was still somehow human. I'm going to do everything I can. But time was running out. The plague had come to claim its own. As I struggled to help Miranda, I could only wonder, would she be a harbinger of destruction or our salvation? Halber Kopf weg. Und der Wissenschaftler wurde nochmal gerettet und weggebeamt. Und das Töchterchen, was nur halb verwandelt wurde, bricht jetzt aus. Aber es ist noch genug Mensch in ihr. Sie wird uns helfen, die Aliens in die Flucht zu schlagen. Als eine von ihnen und von uns gleichzeitig. Aber für eine Hose hat es nicht gereicht. Gib dem Mädchen nochmal was zum Anziehen. Ich kann nicht mehr, ey. Ich habe gerade so angefangen. Also, Steel Harbinger. Top-Down-Shooter, leicht isometrisch vielleicht auch. Ich kann hier mit der Dame herumlaufen und muss hier, wenn Menschen rumlaufen, sie berühren, um sie zu retten. Aber ich habe auch eine Knarre, da seht ihr die Hybriden. Die muss ich natürlich wegzimmern. Mit der Knarre entsprechend hier. Oh, und ich habe aus Versehen Menschen gekillt. Wollte ich nicht. Da liegen auch noch das Krösen und das Gedärm unten dran. Die Kamera ist standardmäßig auch viel zu nah dran. Die kann ich zum Glück selber wieder rausmachen. Was für ein Aufwand die da reingepackt haben. Für so ein PlayStation-Spiel. Also, ich würde fast denken, ist das nur für ein PlayStation-Spiel dann so gedacht gewesen? Weil es ist ja schon ordentlich Aufwand, der reingegangen ist. Mir ist auch jetzt keine andere Version bekannt, die davon rausgekommen ist. Oder war das mal als TV-Serie geplant oder so? Aber nee, als TV-Serie ist es wahrscheinlich doch ein bisschen zu billig. Dass sie eine Dame mit Make-up und ein bisschen Plastik ausstatten können und kaum Kleidung, damit sie sich schön gerendert hier als Renderfigur aufs Cover und in das Spiel da packen können. Das Spiel selbst, naja, es gibt bessere Top-Down-Shooter. Nennen wir es mal so. Oh, und jetzt bin ich ans Telefon gelaufen. Hat mich auch beim ersten Anspielen so ein bisschen verwirrt. Hier kann ich dann mit meinem Vater Kontakt aufnehmen, der uns dann sagt, hey, du musst das machen und dann zu dem Rest rüberwandern und die Gegner killen, aber auch Menschen dann retten. Ich kenne bessere Top-Down-Shooter, also ich habe hier noch nichts auch so richtig. Ich habe versucht, hier mich so ein bisschen da durchzuarbeiten und da, warum laufen die einfach hier so rum? Okay, damit ich sie retten kann. Noch nicht so richtig ganz den Dreh gefunden. Ich bin hier im Moment auch eingesperrt in dieser Location. Oh, und ich habe schon, meine Waffe ist leer, deshalb muss ich eine andere Waffe anziehen. So, der Kollege hilft mir ab und zu mal. Was ich hier nicht rausgefunden habe, ist so richtig, wie komme ich hier raus? Ja, weil irgendwie muss ich auch hier an diesen Teilen vorbei. Ihr seht die Karte oben rechts, die mich da so ein bisschen rausbringen kann. Grundsätzlich, ja gut, ja, wenn ich die Muße hätte und oh, Human Killed, das war ich aber nicht, das waren die anderen. Wenn ich die Muße hätte, mich richtig damit auseinanderzusetzen, wenn es wirklich ein verkannter Klassiker ist, der nicht schlecht gealtert ist, hätte ich mich länger reingearbeitet. Aber ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt, indem wir uns das Intro angeguckt haben, weil das der Großteil des Aufwands reingegangen. Ich würde mich echt dafür interessieren, wenn jemand von euch Steel Harbinger mal ausführlicher gespielt hat. Ach ja, ich kann übrigens auch noch anhalten zum Arretieren hier. Aber ich glaube, was nicht ging, war Laufen und Schießen parallel.
damit ich richtig Twin Stick machen kann. Oder zumindest, ich spiele nicht mit den Analogsticks. Vielleicht gibt es auch eine Analogfunktion. Aber sowas nicht Twin Stick. Oh, und wenn ich nicht aufpasse, hey Marine, ist er leider auch zu Moose geworden. Und jetzt bin ich wieder ans Telefon gelaufen. Es reicht aber auch damit, weil das Spiel selber ist leider nicht so berauschend. Ich weiß nicht, wo der Kollege von der GameSpot die 72% her hat. Das ist leider auch so ein kleiner Test nur, wo es kein dediziertes Fazit gibt. Kollege Hugh Sterbakov hat es am 2. Mai 2000 sein Review geschrieben. Ich lese nur mal den letzten Satz vor, auch wenn es nicht richtig Fazit ist, aber the controls are easy to pick up and very sharp, which means Steel Harbinger is both a great game to look at and a great game to play. Da müssen wir noch mal drüber reden, werter Hugh Sterbakov. Melde dich und erkläre dich für diese Wertung. Wir gehen weiter zum nächsten Bild. Und das nächste Spiel, was wir uns angucken, ist, welches haben wir? Ho, 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 ho! Star Wars Masters of, und Leute, es heißt Teras Kasi. Auch wenn da Umlaute sind, aber ich habe mir sagen lassen, das spricht man so in Star Wars Land. Ist nicht Teras Kasi. Ich weiß nicht, ob du Kasi auch draufschlagen willst auf ein Spiel. Teras Kasi ist, wenn ich mich nicht irre, eine spezielle Kampfsportart oder sowas, so ein, auf jeden Fall Kampf. Kampfsport im Star Wars Universum und, man kann sich ja vorstellen, was gibt's dann für viele verschiedene Star Wars Sachen, Shooter, Rollenspiel und so weiter. Das ist tatsächlich ein Fighting Game. Im Jahr 98 rausgekommen. In der Megafan 298 hat es tatsächlich eine Wertung von 85% bekommen. 85%. Das ist normalerweise Tekken spielen oder Street Fighters vorbehalten. Wir gehen aufs Ingame. Gerne einmal rauf. Aber die haben sich gedacht, lass uns doch mal ein Fighting Game draus machen und, also ich hatte es damals im Kaufhaus mal ein bisschen ausführlicher gespielt. Ich habe auch, oh, warte mal, ich gehe mal kurz, bevor wir, ups, jetzt sind wir schon hier durchgegangen. Warte, ich muss mal gucken, ob man hier, können wir mal kurz rausgehen, Regie, weil ich habe ein bisschen Sorge, dass die Star Wars Musik uns dann komplett claimt. Deshalb starte ich noch einmal kurz neu und schalte die Ingame-Musik aus. Weil das ist so ein bisschen das Problem, wenn man Star Wars-Spiele in sowas vorstellen will. Sobald die einmal Star Wars-Musik spielen, schon sagt YouTube, oh, das Video muss ich aber sperren. Das finde ich nicht ganz so gut. Deshalb, während ich kurz mein Menü kurz gucke, wo ich die Musik abschalten kann, kurz mal gesagt, also ich habe es im Kaufhaus gesehen und ich war nicht so begeistert dann davon. Also Audio, Music Volume, machen wir mal runter und Music off. Okay, da können wir wieder ins Ingame rein. Da habe ich die Musik mal ausgestellt, da hören wir jetzt nur die Soundeffekte. Stellt euch geile Star Wars Musik im Hintergrund noch. Ich hatte es ein bisschen gespielt, ich habe ja sehr gerne Fighting Games auf der PlayStation 1 gezockt, wo wir das hier drauf spielen. Und warum nicht? Chewbacca da haben. Oder Tok, den, ist der Chef vom Rancor oder so, der den Rancor, nee, das war jemand anderes, ne, bei Episode 6. Wir haben einer von den Sand People, Haw, Luke Skywalker, Boba Fett und Prinzessin Leia, die was ganz Schlimmes gesehen haben muss, so wie die guckt. Oder Luke hat einen fahren lassen, das kann auch sein. Aber die können wir hier alle auswählen. Ich will mal Luke gegen Han, der erste Kampf. Ich habe nichts dagegen, dass sie sich mal in andere Genres dann begeben. Wir haben ja auch schon Rennspiele gesehen, in Episode 1 Racer, der war ganz gut. Das jetzt hier. Also, und jetzt geht's schon richtig ab. Ich finde schon mal ganz gut, dass die Energieleiste wie Lichtschwerter ausschaut. Ich habe die Möglichkeit hier Tekken-Style. Ich habe quasi zwei Knöpfe für meine Arme, zwei Knöpfe für meine Beine, die ich benutzen kann. Ich glaube, gab's eine Move-Liste hier? Nein, direkt nicht. Aber ich habe auch noch eine Special-Leiste, die unten aktiviert werden kann. Ich muss mal gucken, genau wie bei Tekken, es war nicht exakt wie bei Tekken, wobei Han Solo kämpft ein bisschen wie Heihachi. Das sieht man dem auch so ein bisschen an. Ob der zuerst schießt, weiß ich nicht. Aber macht er dementsprechend. Luke hat auch seinen typischen Jedi-Sprung hier. Ja, ich kann auch so einzeln springen, aber wenn ich volle Pulle springe, dann macht er diese Jedi-Rolle nochmal mit dazu. Also Authentizität ist auch mal dabei. Ich muss aber einen Extra-Button drücken und jetzt hat es zumindest für Han Solo jetzt erstmal gereicht. Easier than shooting Bumperettes back home oder irgendwie sowas hat er da gesagt. Hab auch auf eine Runde eingestellt, damit man jetzt hier mal ein bisschen mehr Kämpfer sieht. Sind wir jetzt auf Hoth gelandet. Warum ist Hoth dort? Ich kann mein Laserschwert auch aufmachen. Laserschwert leider nicht ganz so durchschnittskräftig, wie es eigentlich sein sollte. Also der hält noch einiges gut aus. Aber ich kann mich hier entscheiden, ob ich dann eben normal fighte oder noch meine Waffe hier raushole. Jeder der Charaktere müsste dann auch entsprechend eine Waffe haben.
Nett haben sie es gemacht, die haben sich immerhin Mühe gegeben. Ich finde, optisch ist das nicht so schlecht. Ja? Und ich habe hier auch die Schwierigkeit drunter gestellt, weil parallel spielen und dann auch erklären mit so einem Fighting Game wäre extra schwieriger geworden. Normalerweise ist das schon einiges anstrengender. Die haben sich schon Mühe gegeben, was die Optik angeht und was die Hintergründe dann betrifft. Ich denke mal, das soll wahrscheinlich hier, genau, wir sind bei Yoda angekommen. Im Dagobah-System. Hinten versinkt auch noch der X-Wing von Luke. Jetzt komm mal. Na? Steh mal auf hier. Ich hab auch keine Ahnung, wer ist Arden Lin? Ist bestimmt ganz groß. Na? Aber das, da wisst ihr als Star Wars-Experten dann besser Bescheid. So, jetzt einmal mit dem Schwert hier in den Rücken. Komm her, meine Dame. Und da Specials nochmal rausgaben. Natürlich auch Specials, die man benutzen kann. Ich habe die jetzt. Ja, warte mal, da. Einen Griff wollte ich mal machen. Was macht. Oh! You lose. Was macht Luke für einen Griff? Die hat auch so einen großen Mechano-Arm, ne? Können wir noch mal jemand anderen auswählen, dass wir noch einen Kampf machen? Also irgendwo müssen auf jeden Fall. Oh, ich muss mit Chewbacca eigentlich haben. Das Bild ist viel zu gut. Komm, nehmen wir Chewie. Ich sehe, ehrlich gesagt, selbst mit dem Abstand, ich sehe nicht so wirklich ganz die 85%. Ich meine auch, dass wahrscheinlich die Megafan einer der die Ausnahmen gewesen sind, die das Spiel so gut bewertet haben. Sondern, dass es eher ein Game gewesen ist, was so wegen des Namens belächelt wurde in Deutschland. Terazkesi, haben die meisten dann dazu gesagt. Und gameplaymäßig relativ wenige Kämpfer. Zwar Authentizität in gewissen Bereichen, aber das ist auch nicht ganz so Pickup and Play wie so ein Tekken oder ein Street Fighter. Es versucht ein bisschen so in Richtung Tekken zu gehen, aber ich weiß auch nicht, ob sich das dann wirklich so lang gehalten hat. Also ich persönlich, ich würde jetzt nicht die 85% teilen, die es gekriegt hat von der Megafan. Aber vielleicht ist das so eine interessante Fußnote, weil mir fällt auch kein anderes Star Wars Fighting Game ein, was wir bekommen haben. So, und jetzt, ach, Leia in ihrem, hier, Kopfgeldjäger-Outfit aus Episode 6. Und wir sind in Bespin, oder? Ist das die Cloud City? Ja, ne? Immer, hey, die Hintergründe kann ich wirklich frei loben. Das haben sie also eigentlich ganz nice gemacht. Wahrscheinlich ist die Musik auch ganz nett, wenn wir sie nicht abgeschaltet hätten, aus Copyright-Gründen. Wer jetzt YouTube mault herum und sagt, hey, dieser Wookie-Schrei ist auch rechtlich geschützt, darfst du hier nicht benutzen. Sag mal, Leia! Hast du Chewie totgetreten? Mit der richtigen Stimme auch noch. Egal, es reicht mal hier. Aber ja, wenn ihr das selbst gespielt habt damals, da würde mich auch mal eure Meinung interessieren, weil ich bin bei anderen Fighting Games gewesen. Da gab es so viele andere, dass ich mir das nicht unbedingt angucken muss. Wir gucken aufs nächste Bild. Dann einmal rauf und sind angekommen bei Excalibur 2555 Anno Domini AD. Ein Action-Adventure, was im Jahr 1997 rausgekommen ist, wo ich mich ganz gut daran erinnern kann, weil ich das auf einer der Demo-CDs sehr ausführlich gespielt habe damals. Das sind ja wirklich Demo-CDs dann mit Probeversionen, mit Zeitschriften rausgekommen. Und das war in Zeiten vor dem Internet, wo man sich dann eben keine Demos mal so runterladen kann, auf der PlayStation sowieso nicht. Ein guter Indikator, ob man was findet, was einem gefällt. Hat in der Videogames-Ausgabe 5,97 eine Wertung von 80% bekommen. Und wie viele Sachen, die wir gerade von der PlayStation gesehen haben, auch hier ist es so ein Spiel, was nochmal extra Wert auf Render-Videos gelegt hat und auf Storytelling. Wir gehen aufs Ingame einmal drauf und gehen auf Deutsch, weil wir wollen auch die deutsche Synchro dann haben. Ich glaube, das Intro ist nicht vertont hier. Dann kann ich ein bisschen was über die Story erzählen, während wir das Intro sehen. Ja, vielleicht abgeleitet von dem Cover. Und auch der Titel Excalibur, den wir hier haben, das ist natürlich die Sage von König Artus. Aber ein bisschen anders, denn ich gehe mal kurz auf den Test, während wir hier sehen, was da hier gerade passiert, weil das wurde gut im Review beschrieben bei der Videogames. Im Jahre 2555 haben die dunklen Ritter der Tafelrunde das Geheimnis des Zeitreisens entdeckt. Mit dieser Fähigkeit setzt Oberstinkefinger Delavars zum historischen Rundumschlag an und mobst sich mit seinen Monstersöldnern das legendäre Excaliburenschwert. Schreibt man das so? Ich lese nur vor, was der Kollege geschrieben hat damals in der Videogames. Excaliburenschwert, okay. König Artus ist alles andere als von dieser heimtückischen Schandtat begeistert und schickt seinen besten Magier Merlin samt Zaubergehilfen Bath auf eine gefährliche Abenteuerreise, um das wertvolle Artefakt zurückzuerobern. In der Rolle der hübschen Polygonmaid Bath müsst ihr euch durch 13 unterirdische Labyrinthenlevel kämpfen und zaubern, bevor ihr die verschwundene Edelmetallklinge, die hier gerade geklaut wird von den dunklen Rittern der Tafelrunde aus der Zukunft, und da ist Merlin, der das natürlich alles sieht,
wieder in den Händen halten dürfen. Mit dieser mit dem messerscharfen Breitschwert bewaffnet, wenn wir Excalibur mal haben, steuert ihr. Obwohl, nee, das ist wahrscheinlich ein anderes Breitschwert, das hier gemeint ist. Steuert ihr die Heldin durch dunkle Gänge und muffige Räume, die sich je nach eingeschlagenem Ego-Blickwinkel in alle Richtungen drehen. Das ist doch mal was. Oh, wir können auch gleich nochmal, also wir bleiben mal dabei, weil dann. Es gibt auch eine Ingame-Demo, die läuft, aber na gut, nee, lass uns mal selber spielen, weil bevor wir jetzt warten und die Ingame-Demo uns dann später bereichert, ich gehe mal kurz hier auf die Optionen. Ich würde die Musik ein bisschen runterdrehen, damit der Sound nicht ganz so runtergeht, weil der ist nicht so geil abgemischt leider damals. Sprache und Text machen wir beide. Es ist deutsch synchronisiert, tatsächlich das Spiel, was ganz geil ist. Und wir beginnen. Wir könnten auch ein Passwort benutzen, um in die späteren Level zu springen. Also ist nichts, wo man dann unbedingt richtig Standard-Saves braucht. Ist ganz nett, aber wir starten direkt vom Start. Das ist Bath, die Gehilfin von Merlin, die wir spielen dürfen. Und dieses Game ist als, ja, 3D-Action-Adventure fast schon ein bisschen mehr Adventure als Action ausgelegt. Aber ihr werdet auch gleich sehen, wie das hier funktioniert. Und ja, war eines, was ich recht exzessiv eben dann in der Demo gespielt habe. Da haben wir Bath, die hier herumlaufen kann. Ich kann mit dem Steuerkreuz sie drehen. Und ich kann, wenn ich auf die Viereck-Taste gedrückt halte, laufen. Durch verschiedene Räume gehen. Hier zum Beispiel ist ein Roboter. Der Roboter funktioniert nicht mehr. Ja, schade. Da kann ich also noch nicht vorbei. Ich habe die Möglichkeit, mit der R1-Taste in eine Kampfstellung zu gehen, wo ich dann durch verschiedene Tastendrücke, die normalerweise andere Sachen machen, entweder einen Block oder verschiedene Attacken habe. Das wird auch nochmal gleich ganz wichtig bei den Kämpfen. Wenn ich auf Select drücke, kann ich auf eine Map schauen, weil die Level sind natürlich alle vorsichtig aufgebaut, um zu sehen, wo sind verschlossene Türen, wo habe ich Items, die ich benutzen muss. Und ich muss mich jetzt durch die verschiedenen Räume arbeiten und zum Beispiel auch mit Leuten, die hier sind, mal interagieren und drehen und gerne hier den Sound mal ein bisschen höher drehen, weil wir wollen die Synchrons anhören, weil wir reden mit dem Kollegen mal. Was laden muss. Mein Name ist Trado. Ich wurde bei einem Angriff auf die Ortbahnhausen verwundet. Meine Kameraden ließen mich zurück, weil sie mich für tot hielten. Wir wollten einen unserer Offiziere befreien, den die Orts bei unserem letzten Angriff gefangen genommen hatten. Ich brauche dringend Medizin. Ja, halt die Schnauze. Ich hol dir dein Medkit dann später. Leider anscheinend für die Lokalisation mit den verschiedenen Sprachen sehr, sehr niedrige Qualität aufgenommen. Nee, echt schade. Oh, und hier ist endlich mal ein Gegner. So. Moment. Blocken. Okay. Also ich habe in die Kampfstellung geschaltet und oh, hab den aber gekriegt, indem ich einmal aufgeladen habe, den Move, was wir natürlich auch machen können. Und ich muss timingmäßig gucken, sonst, dass ich den vernünftig blocken kann. Der hat uns zum Glück jetzt nicht große Probleme gemacht. Und ich muss immer aufpassen, ob da jetzt Leute sind, mit denen ich so normal interagieren kann. Oder ob da Gegner sind, die ich entsprechend. Warte mal, nehmen wir. Genau, das leere Glas nehmen wir hier einmal mit, weil auch Items adventure-mäßig hier benutzt werden können. Immer schauen, sind das Leute, mit denen ich interagieren kann, oder ist es was, wo ich dann aufpassen muss und kämpfen muss? Grundsätzlich, meine, sind wieder sehr viele Erinnerungen hochgekommen, wo ich es jetzt wieder gespielt habe, nachdem ich es damals gezockt habe. Ich meine, dass ich es auch schon mal im Retro-Club hier mal kurz gezeigt habe, im Sinne dieser ganzen Demo-CDs von damals. Es macht mir schon irgendwie Fun. Hey du, wer ich? Ja, nein. Da ist. Da ist ein Ort Trickbetrüger in einem Anzug, wo auch immer ich jetzt hier bin. Ich rede mal mit dem auch. Hey du, hast du Waren dabei? Ich habe ein riesen Angebot für dich. Zauber, Schlüssel, Lebensmittel und alles zu günstigen Preisen. Aber ohne Gegenleistung gibt's nichts. Kapiert? Ich könnte jetzt einen Schluck Grog gebrauchen. Aber den hast du wahrscheinlich nicht dabei. Ja, ja, also. Was hast du eigentlich zu bieten? Die Synchro ist aber schon klasse, abgesehen davon, dass man. Okay. Oh, ja, eine aufgeladene hat hier gereicht für den hier. Abgesehen davon, dass die Qualität leider nicht die allerbeste ist, aber ich mag die Synchro eigentlich. Ich verstehe nicht, warum jetzt hier, in welchem Jahrzehnt oder Jahrhundert ich auch immer bin, ein Trickbetrüger, der Sachen verkauft in einem Minilädchen, der einen Grog haben will zum Trinken. Und hier ist das wohl seine Auslage, wo ich dann Sachen kaufen kann. Das mag also so logisch, keine Ahnung, wie Logik hier funktioniert in dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich natürlich dann hier reinversetzen und schauen, was man machen kann. Ja, hier hatte ich schon natürlich meinen
Schlüssel aufgesammelt. Da war nämlich ein Schlüssel versteckt. Ich habe auch ein leeres Glas gefunden. Ich müsste jetzt anhand der Map mal schauen, wo ich überhaupt diesen Schlüssel benutzen kann, weil hier habe ich ihn. Ich habe ein Hühnerbein gefunden. Ich schätze, um meine Energie wieder aufzuwerten, das leere Glas, wo ich wohl einen Grog reintun kann und den Schlüssel. Wo ich mir nicht zu 1000% sicher bin, ich meine, dass das die Tür war, die ich mit dem Schlüssel benutzen soll. Ich probiere mal. Und sie geht tatsächlich auf. Glück gehabt, da können wir jetzt hier nämlich rüber. Und haben hier wieder verschiedene Gänge. Dieses Puzzeln und Adventuren, das macht mir doch hier schon ordentlich Spaß. Oh, eine Sache, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Wie war das in dem Test hier? In der Rolle der hübschen Polygon-Maid Buff. Die hübsche Polygon-Maid. Also, ich kann durch Druck auf die L2-Taste die Kamera wechseln. Ich schau mal, dass ich mal nah an der Wand bin. Weil dann können wir nämlich uns diese hübsche Polygon-Maid Buff mal angucken. Da ist sie. Komm, Kamera, dreh dich mal vernünftig. Wir wollen mal das Polygonmodell jetzt hier sehen, weil... So, 3D-Optik. Da sehen wir hier. Das ist die hübsche Polygon-Maid Buff. Wo wir auch mal ein bisschen hier drehen können. Naja, für 1996 ist es durchaus hübsch. Ich hoffe, dass sie eine Hose trägt, ganz ehrlich. Ich kann das aber leider nicht sagen mit den Polygonen jetzt hier. Ich schätze mal ja. Ne? Das haben die Farben nur nicht zugelassen. Und man kann sie natürlich dann der guten Grafik als auch des Gameplays ergötzen. Was ich, wo ich noch ein bisschen gebraucht habe, war tatsächlich die Präzision der Steuerung hier nochmal mir drauf zu schaffen, weil... Oh, ah, falsche Taste. So, blocken. Nee, das. Oh Gott, hier blocken. So. So, kriegt mal hier einen rein. Einen hinterher und der Räuber hat was fallen lassen. Es kommt davon, wenn ich nicht vorbereitet bin. Was hat er fallen lassen? Fleisch. Ich habe ihm ein Stück Fleisch hier rausgeballert. Am Anfang bin ich so ein bisschen rumgeeiert. Vor allem, wenn ich die Lauftaste benutze, ne, und die Kameras dann entsprechend so wechseln. Aber nach einiger Zeit geht das einigermaßen. Dafür ist es eben... Ja, es ist Panzersteuerung, die man hier benutzt. Wahrscheinlich, wenn ich auf die andere Grafik hier wechsle, das sollen wohl hier so wechselnde Kameraperspektiven sein. Das funktioniert nicht ganz so geil, finde ich. Ne? Dann habe ich lieber die Overshoulder, die hier ganz gut geht. Oh, wir sind in der Bar gelandet. Okay, hallo Kollege. Können wir mit dir reden? Wenn du einen Drink willst, kommst du umsonst. Ich musste schon vor Monaten den Ausschank einstellen. Ich habe jede Menge Grog, aber keine Gläser. Die hat man mir doch glatt gestohlen. Man hat ihm die Gläser gestohlen? Wie sieht der Typ auch aus? Warte mal, kann ich mich an den... Nee, der dreht sich zu mir um. Okay, kann ich die Kamera... Oh, da haben wir. Ein wunderhübsche Butt. Ist doch schon ein bisschen Aufwand drin. Und ja, sie trägt eine Hose. Hier sieht man es besser mit dem Licht. Auf jeden Fall. So, ich habe ein Glas. Wo war das? Select? So. Oh nein, warte mal, nicht kombinieren. So, benutzen. Wieder raus. Hier ist ein Glas, mein Kollege. Ein Glas? Hey, ich bin wieder im Geschäft. Ich fürchte, ich kann dir keinen Drink an der Bar servieren, aber hier hast du eine Flasche Grog für deinen Vater oder sonst wie. Psst. Okay, also der gibt einfach an minderjährige Alkohol aus. So war das damals. Hier hast du einen Grog zurück. Nee, den will er gar nicht haben. Eine ganze Flasche hier mit dabei. Ich mag's. Ich mag's, muss ich sagen, ne? Das ist so eins der Dinge, die man wahrscheinlich damals gespielt hat, wenn man die Demo-CDs gesehen hat. Ich glaube, es reicht dann auch hier, wenn wir hier in der Bar angekommen sind, weil der Level ist noch um einiges umfangreicher. Ich bin aber ganz positiv angetan. Ich lese mal kurz was aus dem Fazit hier vor. Das hat, ist das Kollege Wolfgang, der das getestet hat? Ich glaube ja, bei der Videogames. Auf den ersten Blick ähnelt Excalibur dem letztjährigen Mega-Hit Tomb Raider ungemein. Der letztjährige Mega-Hit. Allerdings tendiert das Spiel mehr in den Adventure-Bereich, als dass man beide direkt miteinander vergleichen könnte. Die Pluspunkte vorweg, beeindruckende Licht- und Schatteneffekte, viele Rätsel und eine intuitive Steuerung sorgen für ein herausragendes Adventure-Ambiente. Die Geschichte um die legendäre Heldensage hätte allerdings eine etwas professionellere Grafikaufmachung verdient. So liefert Telstars junge Entwickler-Crew zwar ein motivierendes Schwert- und Haudegen-Stück ab, das allerdings beim genaueren Hinsehen mit einigen unschönen Patzern zu kämpfen hat, bla 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 bla, also die negativen Sachen schon mal da dran. Geht das über zwei... Oh, wo ist denn der Rest vom Fazitkasten? Muss mal gucken, dass ich das hier nicht durcheinander kriege. Achso, oh, sein Fazitkasten ist aber sehr, sehr groß, sehe ich hier gerade. Okay, den werden wir nicht ganz komplett dann durchlesen. Bla, 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 bla. Wer mit Core-Designs kurvenreicher Sexy Lady bereits abgeschlossen hat, damit ist Lara Croft gemeint, dem sei Excalibur 255 AD wärmstens ans Herz gelegt, hat 80% ergeben. Also ich finde bisher... Der Top-Titel, den wir hier gesehen haben. Spaß macht es auf jeden Fall. Wir gehen aufs nächste Bild einmal drauf.
Und wir haben ein vergleichbares Spiel vielleicht, weil wenn wir schon bei den Action-Adventures sind, Deathtrap Dungeons, Ian Livingstons Deathtrap Dungeon, 1998 rausgekommen. Wir werden auch hier die PlayStation-Version uns angucken. Ein Action-Adventure nicht unähnlich, hat auch Tomb Raider-Anleihen getestet in der Megafun-Ausgabe 6, 1998. Ich muss hier kurz gucken, nicht, dass ich es dann durcheinander bekomme. Ja, war auch ein Action-Adventure, was im Style gewesen ist von dann Tomb Raider. Und da können wir vielleicht auch mal den direkten Vergleich machen, wie sowas dann wirkt, wenn wir das gegenüberstellen, wenn wir jetzt hier Excalibur gespielt haben. War auch etwas, ich bitte zu entschuldigen, wenn ich mit der Steuerung noch nicht ganz zurechtkomme, weil wenn du von einem Action-Adventure zu dem anderen gehst, was noch in der kurz nach Tomb Raider-Zeit entstanden ist, dann kann es durchaus sein, dass manche Tasten anders gelegt sind und ich nicht sofort dann den Dreh da habe. Aber ich war auch, ich kann es jetzt schon mal sagen, relativ positiv eigentlich davon angetan. Weil das war auch so ein Spiel, da habe ich das Cover auch x-fach gesehen. Das hatte ich nicht auf einer Zeitschriften-CD gezockt, sondern jetzt erst im Nachhinein dann wieder erlebt. Wir können aus Ingame, dann einmal rauf. Von Eidos auch gepublished. Also muss sagen, du hast ja direkt dann die Heritage, ja, von Tomb Raider drin, weil Eidos war ja auch Tomb Raider früher oder da auch eine Zeit lang bei Square Enix, weil Eidos wurde ja aufgekauft, jetzt mittlerweile bei der Embracer Group. Mal gucken, also was dazu kommt. Aber letzten Endes, wenn man sagt, hey, von den Leuten, bei denen welche gearbeitet haben, die Tomb Raider gemacht haben, könnte es ja durchaus interessant sein. Wir machen auch hier ein bisschen lauter, bitte, werte Regie. A town made famous by its creature-infested dungeon. From his hilltop castle, Baron Sukhumvit designed his labyrinth of horrors. When it was built, he issued an annual challenge to all heroes, brave or foolish enough, to wager their souls. As a prize, survivors would be rewarded in riches beyond their wildest dreams. Whilst some adventurers get ready for battle on the eve of the quest, others, less experienced, walk foolishly into battle. Ja, wie der Name schon sagt, ich glaube, jetzt sprechen die erstmal eine Zeit lang nicht, aber wir können im Hintergrund weiter schauen. Kommt für mich vom Konzept her ein bisschen wie das umgedrehte Dungeon Keeper vor. Also man ist hier nicht der Dungeon Master, sondern man geht als Abenteurer in eine dieser Todesfallen-Dungeons rein. Und anscheinend, ich muss mal gucken, wer dieser Ian Livingston gewesen ist, weil die haben sich ja auch eine Marke dazu eingekauft. Also gehört das zu etwas Größerem. War das ein Rollenspiel-Universum oder jemand, der das gemacht hat? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht wisst ihr da ein bisschen besser Bescheid. Hier zumindest gehen wir als Abenteurer in dann tödliche Dungeons mit tödlichen Fallen rein und versuchen, diese zu überleben und möglichst mit Schätzen da rauszukommen. Wie diese komischen Trolle, die hier herumlaufen, oder unser Render-Abenteurer wird von einem Dino verfolgt, mittendrin. Das ist ja auch schon mal ein bisschen was anderes. Und auch hier großer, großer Aufwand mit reingetan, wie sowas mit der Render-Optik aussehen kann. Ich checke mal, wer Ian Livingston ist. Klingt sich für mich eher wie jemand an, der Naturdokumentation dann macht. Und da ein kleines Rädchen, eine Ratte war das, glaube ich, mit Dynamit auf dem Rücken geschnallt. Das geht ja auch. Ah ja, hier, Sir Ian Livingstone ist ein Fantasy-Autor. Das klingt ja nach jemandem hier, der da zum Vorbild ist. Role-Playing Gamebooks Fighting Fantasy gemacht. Oh, Fighting Fantasy, davon habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Und okay, Videogame Industry hat auch einiges gemacht. Er hat beigetragen zu Tomb Raider Anniversary Spieler, das ist doch nett von ihm. Und anscheinend gehört Deathtrap Dungeon wohl dann auch entsprechend zu seinem Universum. Okay, Deathtrap Dungeon sehe ich hier auf 1984, das ist tatsächlich ein klassisches Rollenspielbuch auch gewesen. Ja, Singleplayer Adventure Gamebook, Deathtrap Dungeon von 84 und dieses Spiel ist von Mitte der 90er. Also basiert es dann eher auf sowas. Ich weiß nicht, was hier gerade ist, ich weiß nicht, ob es dann hört, aber der Controller hat bei mir voll Pulle Rumble angemacht, also nicht, dass hier was durcheinander gekommen ist. Können wir noch mal kurz weggehen aus dem Ingame-Regie? Ich will noch mal gucken, dass der Controller nicht so rödelt, dass ich den einmal umstellen kann. Weil das ergibt ja durchaus Sinn, bevor ich dann komplett abgelenkt bin. Aber ja, es ergibt auch Sinn, dass nach Tomb Raider man auch mit einem Rollenspiel-Franchise mal geschaut hat, was man hier anstellen kann.
Und ich check mal kurz. So, ach, jetzt rührt es nicht mehr. Okay, da können wir das Ingame wieder drauf. Da gehe ich einmal kurz auf New Game. Und wir gehen hier einmal rein. Und auch das, da will ich gerne auf eure Expertise. Da mal hoffen, wir können eine Dame und einen Herren auswählen. Wir nehmen mal die Dame. Wir können vielleicht den Vergleich auch mal einstellen mit der Merlins Assistentin Bath, die wir vorhin gespielt haben. Was jetzt hier ist. Das wären auch solche Sachen, wo ich auch viel, viel Zeit investiert hätte. Ja, hätte ich mir damals so schon mal direkt holen sollen. Und hatte eben auch eine ganz gute Wertung dann abbekommen. Da kommen wir rein in den Dungeon. Sieht für PlayStation-Verhältnisse echt nicht schlecht aus. Auch hier muss man sagen, im Dungeon, ja, ist anscheinend warm genug, weil allzu viel musst du da nicht anhaben. Ich kann hier laufen mit der Kreistaste. Türen öffnen sich von alleine. Während das hier abläuft. Und Türen gehen auch zu von alleine. Und schon bin ich, oh Gott, Todesfallen. Okay, springen ist Dreieck. Muss auch aufpassen, dass mich das nicht erwischt. Kann ich hier mal rüber. Hier kann ich natürlich noch nicht raus. Aber was die klugen Leute wissen, wenn ein Schalter da ist, dann drücke sie ihn. Mit Viereck. Und dann geht die Tür natürlich auf. Hoffe ich mal. Ich habe den Schalter doch gedrückt, oder? Okay. Ah, ich habe den Schalter gedrückt. Jetzt müsste die Tür eigentlich aufgehen. Oder zumindest hat es dann... Ah ja, natürlich. Ich muss mich auch vernünftig der Tür nähern. Aber da es ja ein Deathtrap-Dungeon ist, sind natürlich auch tödliche Fallen da. Und die mich natürlich dann auch in die Tiefe stürzen lassen. Wenn ich jetzt in diesem Deathtrap-Dungeon bin, das war jetzt nur der... damit du dich mal an die Steuerung gewöhnen kannst. Der erste richtige Level geht jetzt hier groß. Das sind so ausladende Dungeons, nicht unähnlich zu Tomb Raider eben, wenn du da in die ganzen Katakomben gegangen bist. Nur, dass alles noch mal bewusster mit Todesfallen ausgestattet ist. Und jetzt bin ich zum Beispiel gleich bei einer Tür gelandet. Find the levers to raise the cage. Okay, haben wir hier Levers? Nee, hier kommen wir nicht durch. Aber ich probiere mal mit... Viereck, okay, ja, Viereck war es, um hier dann durchzukommen. Ich muss also, damit ich diesen Käfig dann hochmachen kann, und da kommen schon Gegner, Jan, die mich schon hier hauen. Deshalb komm mal her, lass mich das slashy hier machen. Und holy shit, gleich schon mal den Kopf und die Arme weggesäbelt. Also mit Gewalt hält sich das auch nicht zurück, auch wenn es natürlich Fantasy- oder Comic-Gewalt ist. Ich muss hier, um diesen Dungeon zu lösen, entsprechend dann auch... Zack, pff, den habe ich wirklich hier. Okay, und du auch, Kollege? Die werden wirklich klein gemacht hier und einen Silberschlüssel bekommen. Also um den Dungeon hier zu lösen, muss ich die Schalter finden, die ich umlegen kann, um dann den Käfig dann hochzumachen. Ich glaube, ich bin von hier reingekommen, oder? Oder war ich hier? Obwohl, nee, das sieht mir doch nach was anderem aus, okay. Das ist ein anderer Schalter. Können wir den auch hochmachen? Und ja, das ist auch wieder so etwas, ich denke mal, wenn ich mir Excalibur mal irgendwann demnächst gegeben habe, wäre das auch etwas, wo ich mal so ein bisschen länger hier dran sitze. Klar, es ruckelt und die Grafik ist schon einigermaßen geil. Oh, ein kleiner Zwerge, lass mich die auch zerhacken. Die geben immerhin rotes Blut ab, das auch an der Wand hängen bleibt. Das könnte auch was sein im Oldschool Tomb Raider-Style, was ich nochmal durchaus ein bisschen länger spielen könnte. Ich sehe aber auch das Potenzial für Frust hier. Mal irgendwo, you can climb here. Könnte ich hier climben. Also ist das Potenzial... Ah ja, hier kann ich hoch. Oh, und sie macht sogar den Lara Croft-Überschlag hier, wenn ich hier hochgehe. Potenzial für Frust meine ich eben, wenn es dann um präzise Sprunganlagen und andere Sachen geht. Ja, die insbesondere Steuerung hat natürlich auch ein gewisses Trägheitsmoment. Und vielleicht werden die Gegner dann umso nerviger. Oh, da seid ihr. So. Boah! Doppelkopf abgeschlagen hier mit dabei. Kill the... Orc to call the lift, okay. Ich habe ihn umgebracht. Oh, jetzt habe ich die Falle ausgelöst, damit sie runtergehen und dann kommt der Lift hier hoch. Aber ja, ne, das habe ich mir auf jeden Fall hier auf die Liste nochmal draufgeschrieben. Also, ich würde sagen, das ist auch ein guter Ausstiegspunkt hier, weil man könnte in diesem Level auch noch ganz ewig rumrühren und sich Sachen angucken. Checken wir noch mal kurz die Wertung aus. Also, es hat 86% bekommen. Was hatten wir gesagt? In der Mega-Fun. Lass mich mal kurz gucken, wo ich den Test hier habe. 86%. Kollege Georg hat geschrieben, wer früher mit Bleistift und Würfel auf Drachenjagd ging, musste sich die Kämpfe im Kopf vorstellen. Deathtrap Dungeon bringt euch in eine authentische Fantasy-Welt, wo das actionlastige Schwertgeplänkel optimal herübergebracht
wird. Diese dichte Atmosphäre wird einerseits durch die detaillierte Gestaltung der Level erreicht, ob modrige Kellergewölbe, hell erleuchtete Arenen oder vertrackte Labyrinthe, alles wirkt wie in einem Fantasy-Roman. Springen wir ein bisschen weiter. Wer auf ein schnelles Spiel hofft, ist hier fehl am Platz. Taktisches Vorgehen und akribische Suche nach Gegenständen sind wichtig. 86%. Auch hier würde ich persönlich sagen, ganz okay gealtert. Aber in den meisten Fällen, ich bin da ja verzeihlicher. Leute, wir sind auch am Ende angekommen dieser Folge. Und ich würde euch bitten, ich habe zwischendurch kurz erwähnt, aber geht in die Comments rein und schreibt gerne zu den Spielen, wie sind eure Erfahrungen damals? Kennt ihr sie von damals? Sind die Sachen neu für euch? Wenn ihr sie kennt, habt ihr das Gefühl, sind sie schlecht gealtert oder nicht? Ist schlecht gealtert ein Konzept, das wir begraben sollten vielleicht und einfach Klassiker sein lassen? Ja, oder kann man diese alten Kamellen von damals einfach unter heutigen Aspekten nicht mehr genießen? Eure Antwort in die Comments mit rein. Und wir können gerne, wenn ihr auch nochmal Titel zum Ergänzen habt, wo ihr sagt, die sind aber schlecht gealtert oder gut gealtert, postet sie auch in die Comments und dann machen wir noch eine weitere Folge. Ansonsten, denkt gerne dran, den Supporters Club unterstützen. Wenn ihr es noch nicht macht, wenn ihr es schon macht, sagen wir dann extra nochmal Danke. Aber das macht es uns möglich, solche Formate wie die hier umzusetzen. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen und ihr im besten Fall sogar wunderbares Retro-Club-Merch dabei anhabt. Wenn es heißt Retro-Club auf Rocket Beans TV, bei der Gregor, ich sage Tschüss, bis dann.